Und damit herzlich willkommen zu Asien Vlog Nummer 2. Wir befinden uns weiterhin im Alter. Im Tageslicht sieht das alles noch mal ein bisschen besser aus. Wir befinden uns nach wie vor in Osaka, fahren jetzt komplett in die Innenstadt an die Shinkansen-Station. Das ist der Schnellzug von Asien, den wir vielleicht in den nächsten Tagen auch noch fahren werden, um dort ein Ticket zu kaufen für einen Nachtzug, den wir in ein paar Tagen nehmen. Das ist ganz wichtig. Und dann fahren wir weiter nach Kyoto. Super geile Stadt, mega traditionell. Und dort in so ein mega traditionelles Hotel. Und jetzt lassen wir den ganzen Lachs hier erstmal weiter auf uns wirken, gehen was frühstücken und laufen nicht. Das ist noch ein bisschen schwierig mit der Orientierung hier. Man will die ganze Zeit laufen, aber man weiß nicht ganz genau wann und wo. Ja, es sieht komplett geisteskrank aus. Sieht aus wie im Film. Und diesmal in die Innenstadt. Digga, die Zapfhähne an der Tankstelle hängen einfach so von oben runter. 4000 mal geiler als in Deutschland. Und dann kannst du auf jeder Seite einfach stehen. Nice. English. Ich habe da gerade meine Kreditkarte reingesteckt, aber ich glaube ins falsche Ding. Ah, sie kam aber wieder raus. Can we pay with the card? No credit card? Okay, thank you. Gut, wir müssen mal kurz Bargeld abheben. Scheiße. Wir können scheinbar nicht mit Kreditkarte zahlen. Okay, also mitten hier in so einem Einkaufsladen ist einfach ein ATM. Und nicht besonders schwer zu finden, aber ist schon so ein bisschen ungewöhnlich. 138 Yen sind 1 Euro, 1300 sind 10 Euro, hier mal 30.000. Keine Ahnung, wie viel das jetzt genau ist. Aber ja, damit sollten wir zumindest erstmal Bahn fahren können. Digga, einfach so ein Gamified. Ja, nice. 10.000 Scheine, krank. Ja, so sieht das Geld aus. Fühlt sich an wie Monopoly-Geld, aber eigentlich fast immer so, wenn man im Ausland ist. Sieht auch auf jeden Fall cool aus. Und 10.000er-Scheine. Also 1 Euro sind ungefähr 138 Yen. Ja, und so eine Zugfahrt kostet uns jetzt so 1,50 für ein einzelnes Ticket. Obwohl ja eigentlich ganz viel mit so einem gemeinsamen Pass geregelt wird. Also so ein Pass, mit dem man die ganze Zeit rumfahren kann. Aber wir müssen nicht so besonders viel fahren, deswegen buchen wir einfach einzelne Fahrten. Da sieht man jemanden am Aufräumen. Das passiert hier wahrscheinlich ziemlich viel, weil Felix hat gerade eben auch noch mal gesagt, also egal wo man hinschaut, ist es nirgendwo Müll. In der U-Bahn nicht, auf den Straßen nicht, nirgendwo. Es ist komplett clean. Ja, jetzt ab Richtung Shin-Osaka Station. Man will hier so nichts falsch machen, irgendwie. Das sind die Tickets und die muss man jetzt nicht mehr mitnehmen. Was? Okay, Linie 4. Avoid using smartphone while walking. Digga, warum darf man denn sein Handy hier nicht benutzen, während man läuft? Ja, dann werde ich es mal ausmachen. So alte Bahnen. Sieht ziemlich cool aus. Da so etwas neuere, mit der sind wir gerade gekommen. Aber egal wie alt, alles auf die Sekunde pünktlich. Komplett krank. Und wir sind jetzt in Kyoto. Sieht hier so aus. Ich filme, egal wo ich hinfilme, es sieht alles gut aus. Ist echt krass. Es macht einfach Laune, hier zu sein. Bahnhof in Kyoto, einfach schöner als Einkaufszentren in Deutschland. Digga, es sieht alles so gut aus. Endlich geht der erste Dreh von einem Hauptvideo los. Wir testen so ein mega krasses Hotel, ein Onsen, also mit so
Quellwasser und also einfach ein Hoteltest. Das wird mega. Die ganzen Videos kommen über die nächsten Monate verteilt auf dem Hauptkanal. Und ab jetzt geht es quasi los, dass wir mindestens ein Hauptkanalvideo am Tag drehen. Morgen fahren wir mit einem Schlafzug von Osaka nach Tokio. Dann wird in Tokio 100 Euro in gedreht. So lebt man für in. Also wir treffen uns in jeder großen Stadt mit einem Makler und die zeigen uns verschiedene Wohnungen, günstige und teure. Dann sowas wie, so lebt man für 500 Euro in Tokio, so lebt man für 5000 Euro in Tokio und so weiter. Rucksack. Wir sind ja 3 Wochen unterwegs und das ist alles, was wir dabei haben oder was ich dabei habe. Felix hat auch einen Rucksack, einfach damit wir kein Aufgabegepäck haben und immer übelst schnell aus dem Flugzeug können und nicht aufs Gepäck warten müssen und so. Und hier ist alles drin an Klamotten und Kamerazeug für die gesamten 3 Wochen. Das zeige ich euch jetzt mal. Also der Rucksack an sich ist so ein F-Stop-Rucksack, so heißt die Firma, übelst professionell, mega geil, der beste Rucksack, den ich jemals hatte, aber auch ziemlich teuer, aber lohnt sich eben. Hier über den Rücken und nur über den Rücken kommt man an das ganze, den ganzen Kamerakram, sehr gut, damit nichts geklaut wird. Hier haben wir meinen Laptop, mit dem schneiden wir, sichern wir Daten und so weiter. Dann haben wir einfach für alle Filter. ND-Filter, Pro-Mist, was auch immer, alles was man braucht und darunter alles was, es, was wir zum Speichern brauchen. SD-Karten-Case komplett voll mit SD-Karten und direkt darunter alle SSDs, also alles was wichtig ist, um Daten zu sichern. Die Proxies, also quasi kleinere Kameradateien, werden direkt in der Kamera gerechnet, werden auch sofort auf den Speicherkarten gespeichert und gehen immer über Nacht direkt an die Cutter zurück in Deutschland, damit die schon was zum Arbeiten haben. In diesem Extra-Inlay haben wir den gesamten Kamerakram. Alpha 7S3, DJI Mavic 3 und einen kleinen Gorillapod, 2470, 1635, alles was man braucht. Mavic 3 Controller, Ersatzakku und hier ist ganz viel anderer Kram noch drin. Hier ist Shotgun-Mikrofon, Ersatzpropeller und in dem unteren Ding haben wir alle kleinen Cams, also Insta360 X2, Insta360 X3, 360-Grad-Kameras und eine Insta Go 2, die man sich überall dran klippen kann für so POV-Aufnahmen und so. Und ansonsten eben relativ schmales Gepäck für an Klamotten und so. Also wir haben hier jetzt noch Kamerastraps und so drin, die ganzen Ladegeräte. Klamotten sind eigentlich fast alle von hier oben zu erreichen. Hier sind nochmal SSDs und hier oben sind alles, wo ich schnell dran kommen muss. Kulturbeutel, Reisepass, weitere Kabel, iPhone-Ladekabel und so, die wichtigsten Sachen. Und sogar so tight alles geplant und zusammengeräumt, dass ich genug Platz habe, um ein vollwertiges Stativ mitzunehmen. So ein kleines Carbon, oder nicht mal kleines, 2 Meter Höhe in komplett ausgefahren Carbon-Stativ. Das befindet sich hier vorne, inklusive Kopfhörern, weiterer Kleidung, Regenjacke, Adaptern für verschiedene Steckdosen. Und das ist alles, was ich für 3 Wochen brauche. Also ich bin mega happy, wir müssen auf kein Gepäck warten. Und das passt alles so in den Rucksack rein. Mega geil. Bestes Travel-Setup, das ich jemals hatte. Richtig, richtig gut. So, falls ihr euch gewundert habt, ich bin in so traditioneller Kleidung, weil wir in einem Hotel sind, wo das Vorschrift ist und die Sachen sind vom Hotel gestellt, aber super comfy, super entspannt und mega, mega geiles Hotel. Wahrscheinlich das beste Hotel, in dem ich jemals war. Dazu aber Hauptkanalvideo. Wir gehen jetzt gleich hier essen. Super teures, mega gutes Essen. Und dann geht es morgen, haben wir den ganzen Tag noch in Kyoto Zeit und dann geht es von da aus nach Tokio in einem Schlafzug. Digga, hier liegt einfach so eine Matte für Fußbodenheizung. Zeig mal deine Zehen. Das sind so Socken, die wir hier bekommen haben. Homöopathischen Zehen, Schuhen für back to basic. Laufen mit Barfuß. Das ist einfach unser Job. Wir sitzen in so einem Separé, haben 5 Gänge bestellt. Ich bin schon wieder am Bier trinken. Gerade im ersten Gang von 5 einzelne kleine Gerichte gehabt. Also komplett ballerballer. Das hier ist einfach mein Job. In einem Gewand, in einem Land, 15.000 Kilometer entfernt von zu Hause, 5 Gänge essen, in einem teuren Hotel pennen
und dann morgen nach Tokio fahren. Ja, ist komplett krank. Essen super, aber sehr speziell. Aber wunderbar, wie gestern auch schon. Freut mich.